Hier eine Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Wir spielen Lotto in Belgien. Das heißt, es werden 6 Kugeln aus 45 gezogen. Frage: Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man beim belgischen Lotto die 6 richtigen Zahlen angekreuzt oder 4 richtige Zahlen angekreuzt? Die Wahrscheinlichkeit, die 6 richtigen Zahlen angekreuzt zu haben, liegt selbstverständlich bei einem günstigen Fall auf insgesamt so viele möglichen Fälle. Die Anzahl möglichen Fälle wird berechnet durch die Anzahl Kombinationen der 45 Kugeln 6 zu 6 genommen. Also setzen wir hier einfach die Formel dieser Kombinationen ein, berechnen das, das führt zu diesem Bruch, das heißt zu ungefähr 0,00012%. Die Wahrscheinlichkeit, 4 richtige angekreuzt zu haben, wird ebenfalls berechnet durch die Anzahl günstiger Fälle geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle. Die Anzahl günstiger Fälle wird wie folgt berechnet. Anzahl Kombinationen von den 6 richtigen Zahlen 4 zu 4 genommen mal die Anzahl Kombinationen von den restlichen 39 schlechten Zahlen 2 zu 2 genommen. Und wenn man sich das vorstellt längs eines Baumdiagramms, so versteht man sehr schnell, dass diese Anzahl Kombinationen multipliziert werden. So berechnet man also die Anzahl günstiger Fälle von 4 richtigen Kugeln. Und die wird dann noch geteilt durch die Anzahl möglicher Fälle, das heißt die Anzahl Kombinationen der 45 Kugeln 6 zu 6 genommen. Diese Rechnung führt sofort zu diesem Bruch, das heißt zu 0,14% und die Aufgabe ist schon beendet.